Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade 2. In der letzten Folge haben wir mit 1000 Mann insgesamt auf dem Schlachtfeld gekämpft, was zu ein paar Lags geführt hat. Und deswegen würde ich sagen, machen wir diesmal ein ganz normales Battle und auch mit weniger Einheiten. Ich würde sagen, beidseitig 250 Einheiten. Und diesmal mache ich was ganz Interessantes ausprobieren. 250, 250, 250. Sie haben nur anstatt Reitern ausgeglichen Bogenschützen und Kämpfer. Wir nur Reiter. Deswegen muss ich mir jetzt nochmal einen neuen Helden aussuchen. Ich nehme ihn hier und würde einfach sagen, let's go. Ich habe nämlich noch nicht so einen Plan, ob oder wie es ist, wenn wir mit einer riesigen Reiterarmee. Wow! Meine Freunde! Kondor ist in Gefahr! Was habt ihr da auf dem Plan? Wir müssen Kondor verteidigen! Das könnte jetzt endlich aus dem Film sein. F1? F3? Und ich würde mal sagen, wir machen die F6 davor. Los geht's! Oder ich würde sagen, einfach direkt zum Angriff, oder? F1. 3, charge! Charge, Jungs! Chargen! Holy shit, geht's hier ab! Das ist echt wie aus Rohan. Und durchgelaufen. Geschnetzelt hier. Alter, das geht. Oh, die ganzen Pferde! Durchschnetzeln! Durchschnetzeln, Jungs! Ich sehe nur Pferde! Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner, Jungs? Ich sehe da einen! Meins! Ah, scheiße! Wo sind die? Ich will da hin! Oh, das sieht, Leute, das war der. Nee, ich habe einen Archer besiegt. Das war nicht meiner. Alter! Auf dem Schlachtfeld sehr praktisch. Alter, ich find's immer noch sehr schlecht, wie du vom Pferd aus arbeiten sollst. Also das vom Pferd aus kämpfen ist noch nicht intuitiv in dem Fall, finde ich. Alter, ist das kompliziert, Jungs! Uiuiui! Assad! Komm schon! Nein! Ja, mein Kill. Wo laufen die denn wieder auseinander? Also das gewinnen wir easy. Scheiße daneben. Aua. Ich hänge schon wieder in meinen Reitern drin. Das ist nicht so schlau. Oh, ich habe noch einen Säbel. Aber der ist nicht so cool beim Reiten. Wo sind die Feinde? Ich sehe nichts außer Reitern, das ist nicht so gut. Haben wir noch Feinde? Jungs, haben wir noch Feinde? Oh, warte, wir nehmen auf. Ja, wir nehmen auf. Meine Aufnahmeanzeige ist nicht weg. Ich glaube, weil ich hier irgendeinen Button gedrückt habe, den meinem Programm nicht so gefällt. Da ist noch einer, warte mal, da ist einer! Leute, warum kreist ihr denn hier so? Ich sehe noch wer, ja, da ist wer. Da war einer, wo ist er? Jetzt ist er schon tot, scheiße. Sind da drin so viele Feinde oder was ist hier los? Was sammelt ihr euch denn hier, Leute? Was, gewonnen? Nice. Moved, Leute, moved. Ich mag euch mal sehen. Ich mag jetzt einfach mal sehen, wie das ausschaut, wenn die ganzen Reiter unterwegs sind. Alter. Wenn sich die ganzen Reiter aufstellen, Alter, wie brutal ist das denn? Schaut euch das an, die ganzen Reiter. Klar, dass so ein Reiter an mir gewinnen kann, ne? Everyone! Everyone! Form! Line! Alter!
Sowas mag ich echt nicht begegnen. Alter, schau dich das an. Unangenehm. Los geht's, Jungs! Alter! Schneller! Ich werd langsamer! Die sind schneller wie ich! Holy shit, sind das viele! Boah! Alter, schaut euch das an! Okay. Dann habe ich jetzt noch eine Idee für die Folge. Ich würde mal sagen, ertappen. Dann. Und würde sagen, jetzt tun wir anstatt Reitern das hier nehmen. Oder nur Bogenschützen. Das könnte auch interessant werden. Dafür geben wir ihnen ein bisschen weniger. Sagen wir 200. Noch ein Versuch. Das könnte interessant werden. Je nachdem nach Karte. Wo sind die? Das sind doch nie immer als 250 Bogenschützen, oder? Achso, warte mal, hier kann man sich nicht aufstellen. Das könnte interessant werden. Weil es einfach ein Pfeilhagel wird, sobald sie ankommen. Soldiers! Facing enemy direction. Ich sehe sie schon kommen. Seht ihr sie auch da in der Ferne, oder? Da. Da fliegen auch schon Pfeile, oder? Da fliegt schon was. Da kann man mit F3, glaube ich, Stand apart! Macht lockere Formationen, Jungs! 4. Nee! Fire at will, Jungs! Also entweder es funktioniert jetzt echt elegant mit den ganzen Pfeilen. Boah! Ich glaube, das funktioniert nicht so gut mit reinen Bogenschützen. Das hat nicht in vielen Spielen ganz gut funktioniert. Vor allem, weil sie jetzt in den Nahkampf angehen. Oder ich werde mal in die Bogenschützen reinrennen. Schau mal, wie gut das funktioniert. Ei, Karamba! Oh, fuck, das ging schnell. Wie sie sich da zurückhalten. Die ganzen Bogenschützen, wie sie ballern. Also, sie haben voll viel gekillt, kann das sein? Aber klar, das sind eigentlich nur 200. Aber nur Bogenschützen, das macht keinen Sinn. Ich habe schon, ich habe jetzt so gedacht, so eine riesige Feuerwehr pff, drüber. Ja, war es wohl doch nicht. Na gut. Muss ich wohl einsehen. Ich hoffe euch trotzdem, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und falls ihr noch Ideen habt, was für Scheiße wir mit Bannerlord ausprobieren könnt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ich würde gerne schauen, ob wir dieses Spiel komplett fertig machen können oder ob es irgendwelche Taktiken gibt, die vielleicht ja doch sehr interessant sein können. Deswegen, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!